Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Mirage. Mit dem wunderschönen Ausblick vom Jungfrauenkloster. Heute werden wir den Steuereintreiber ausfindig machen und ihn anschließend töten. Seid ihr bereit für dieses Abenteuer? Ich hoffe, ihr seid es. Denn jetzt geht es erstmal mit einem Todessprung weiter. 220 Meter und dann kommen wir zum Steuereintreiber zu El Ankar. Den sollen wir töten. Und im besten Fall kriegen wir das auch hin. Ich glaube an uns und ich glaube auch daran, dass ihr an uns glaubt. Denn wir haben schon einiges hinbekommen. Wir haben unter anderem das Oberhaupt des Ordens getötet. Soll uns ein Steuereintreiber dort einen Strich durch die Rechnung machen? Ich kann es mir kaum vorstellen, ehrlich gesagt. Das Einzige, was gerade noch ein bisschen problematisch ist, ist unsere Versorgung mit Rauchbomben und Messerchen. Wir haben gar nichts mehr im Inventar. Und wir haben auch lange nichts mehr gefunden. Das ist quasi gerade unser einziger Wermutstropfen, mit dem wir leben müssen. Aber dann müssen wir halt auf altmodische Art und Weise kämpfen und assassinieren. Und das ist okay. Wir haben hier wieder eine Truhe. Im besten Fall kriegen wir die auch in unseren Besitz. Im besten Fall bekommen wir aber auch hier den ein oder anderen Wachmann in unserem Besitz. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Dann eliminieren wir euch beide einmal ganz kurz. Und dann sollten es auch nicht zu viel mitbekommen hier. Na, du kriegst es mit. Und er tötet uns. Das gibt's doch nicht. Wie blöd kann eine Folge beginnen? Das gibt's doch nicht. Wie hat der uns denn jetzt getötet? Leider hat auch unser Doppelattentat eben nicht funktioniert. Ihr habt das gesehen, eigentlich haben wir die Möglichkeit, ein Doppelattentat zu machen. Das hat nicht funktioniert. Und dann, als wir den einen getötet haben, hat der andere schon auf uns raufgeschlagen und uns Schaden gemacht. Das hätte eigentlich nicht so funktionieren dürfen. Ist aber nicht schlimm. Denn wir wissen ja, dass wir es besser können. Deswegen machen wir es direkt neu. Und wissen jetzt auch, dass wir es auch tatsächlich besser können und besser machen werden. So, du kommst jetzt hier erstmal rein, mein Freund. Du kommst ganz rein, mein Freund. Sehr schön. Und dann holen wir uns hier den Doppelattentat. Im besten Fall kriegen wir das wirklich mal hin. Das hat aber wieder nicht funktioniert und er hat einen Free-Hit bekommen. Okay. Dann ist hier irgendwas schief gelaufen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Dann machen wir es hier auf die altmodische Art und Weise. Da ist ein dicker Feind. Und der hat auch einen Schlüssel, wie wir sehen. Leih mir deine Augen. Das heißt, ihn müssen wir in jedem Fall bekommen. Er ist der Schlüsselträger. Dort oben ist nicht nur der Falke, der uns Enkidu abschießt, sondern auch die Truhe. Deshalb gibt es mehrere Gründe, dort gleich hochzugehen. Den ersten können wir schon mal rausnehmen. Ich weiß nicht, ob die anderen das jetzt sehen. Wahrscheinlich schon. Wenn wir nicht schnell genug sind. Ja, und wir waren schnell genug, glücklicherweise. Aber der da hinten könnte das im schlimmsten Fall sehen. Wenn wir nicht schnell genug sind. Und wir waren schnell genug, glücklicherweise. Und es geht munter weiter. Okay, das war sehr cool. Dafür, dass es eben so schlecht begonnen hat, war das jetzt wirklich sehr, sehr cool. Dass es hier immer schnell genug war. Dann holen wir dich auch noch raus und keiner hat was mitbekommen. Das ist ja großartig. Na gut, da müssen wir jetzt aber hoch, weil hier ist der Falkner. Ich nenne ihn einfach Falke oder Falkner. Auch wenn das nicht die richtige Bezeichnung ist. Ah, hier können wir ein paar Wurfmesser auffüllen. Nur ein, aber das ist für den Anfang ja in Ordnung. Den Falken töten wir, das heißt, wir können Enkidu holen. Enkidu kann jetzt sicher kundschaften. Und er kann
uns gerade aber nicht so viel helfen. Er könnte ein paar Wachen scouten, aber wir haben ja die Dicken eigentlich weggenommen. Wir haben den Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an die Truhe ran? Die ist direkt unter uns. Da ist auch noch eine Truhe. Also was wir natürlich machen können, ist erstmal ihn hier wegnehmen, weil er steht uns natürlich so ein bisschen im Sichtfeld. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Und uns hier nochmal die Ausrüstungstruhe. Sehr schön. Kommen wir hier runter? Nein. Kommen wir hier rein? Nein, ist auch eine kleine Tür. Für kleine Menschen. Gehen wir mal hier runter. Gucken mal, ob wir über den Balkon kommen. Nee, da ist eine Verriegelung. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber den Dicken konnten wir nochmal überlisten. Das ist... Glück im Unglück gewesen. Sehr gut. Ja, wenn wir sowieso schon hier unten sind, dann können wir auch gucken, ob es hier unten einen Eingang gibt, den wir aufschließen können. Ja, können wir. Dann gehen wir hier mal rein. Es hat schon wieder nicht geklappt mit dieser Doppel-Eliminierung. Aber dann machen wir ihn halt so weg. Das ist schon okay. Was haben wir denn hier? Sie sollten längst mit dem Geld zurück sein. Oh, Al-Anka. Es kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Befehle, die Steuern zu erhöhen. Das spült noch mehr Geld in ihre Hände. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Die Dairatul-Mal steht kurz bevor. Wenn ich bis dahin nicht das Geld habe. Nur. Al-Anka! Stirb! Für das, was du den Leuten antust. Die Steuer wurde bezahlt. Die Steuer wurde bezahlt, aber sowas von. Und die Truhe wurde hier tatsächlich auf dem Präsentierteller dargestellt. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Rosen und Eisen. Hm. Okay. Er duftet nach Rosen. War also die Rosenverkäuferin, die Duftverkäuferin nur False Flag und hat so getan, als wäre sie ausgeraubt worden? Oder hat es was damit zu tun, dass er mit den konfiszierten Waren in Berührung kam? Wir brauchen auf jeden Fall noch weitere Informationen, die wir im besten Fall direkt hier finden können. Aber ich sehe hier gerade nicht mehr so viel, wo wir rein könnten. Und was wir uns anschauen könnten, hier zumindest direkt bei ihm. Da hinten ist noch irgendwas. Ich kann aber nicht erkennen, was genau das ist. Das ist wie so ein Brief, oder? Da hinten? Ja, das wird's sein. Ich hätte dich ganz gern... Das kenne ich schon. Assassiniert, das ging aber nicht. Dann töte ich dich so. Okay, alles klar. Jetzt hätten wir in den Folgeattentat reingehen können. War natürlich absolut irrelevant gerade. Dann holen wir uns mal ganz kurz, was wir hier bekommen können. Und natürlich die Truhe hier. Genehmigte Mittel für Blockaden. Die vereinbarte Summe wurde aus dem Steuervermögen für Al-Kach entnommen und wie angewiesen der Unterstützung der Hafenblockade zu betreiben. Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Ich bin hier fertig. Ich folge am besten dem anderen Hinweis. Dann folgen wir direkt dem anderen Hinweis, nachdem wir die Scherbe eingesammelt haben. Da, ein Mitglied von Adiab. Wenn wir uns hier direkt... Wenn uns hier direkt angeboten wird, dann holen wir uns das natürlich. Und
da ist auch noch irgendwas. Ihr seht das. 55 Meter. Hier geht's wohl nicht gut. Gucken wir uns mal kurz an. Was wir da haben. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was wir da haben. Was dieser Böppel bedeutet. Oder ist das wieder so eine Geschichte wie mit dem Jungen, dem wir geholfen haben, den Todessprung zu machen? Ja, da unten können wir mit jemand reden. Machen wir, nachdem wir ihn hier weggenommen haben. Wir helfen dir gleich. Nachdem wir den getötet haben. Und eventuell hier einen Steckbrief mal weggenommen haben. Weil das geht ja so nicht. Dass uns die Leute hier erkennen und sehen. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir reißen uns einmal kurz weg. Verstecken uns. Und dann sollte es passen. Sehr schön. Und dann sprechen wir mal mit ihm, bevor wir weitergehen. Beziehungsweise haben wir sehr viele Fertigkeitspunkte. Da können wir auch nochmal kurz reingehen. Unter anderem könnten wir sagen, im Konzentrationsbalken mehr Balken hinzufügen, damit wir mehr Leute assassinieren können mit der Konzentration. Das ist natürlich cool. Aber der Luftangriff ist natürlich gerade erstmal das Wichtigste für uns. Wir gehen sehr auf Wurfmesser. Und was haben wir hier? Die Konterrolle, um in den Nacken des Feindes zu gehen. Ja, das brauchen wir auch direkt. Weil es gibt ja Feinde, die können nur von hinten angegriffen werden. Und wenn wir dann über ihn rüberspringen können, statt auszuweichen, ist das eine riesige Unterstützung. Okay, die suchen noch. Aber ihr solltet gleich fertig sein, oder? Der rennt noch einer wie verrückt. Aber ihr solltet eigentlich durch sein. Oder nicht? Da hinten kämpfen Leute. Was ist denn da los? Bist du das, Basi? Oh, das ist hier unser Kontaktmann. Hier, ich könnte Hilfe gebrauchen. Bisschen unübersichtlich, aber okay. Ja, jetzt werden wir wieder gesucht, mein Freund. Warum haben die dich denn angegriffen? Aber ich sehe gerade nichts. Bist du das, Basim? Was wir abreißen können. Ja, jetzt reden wir mal ganz kurz miteinander. Was war denn hier los gerade? Ist in Ordnung. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dein Gesicht nicht, doch du trägst unser Zeichen. Ich bin Neji, einer von Mentor Raihans Informanten. Ich bat um einen schwierigeren Auftrag. Doch vielleicht war das ein Fehler. Was ist das Problem? Ich habe zwei korrupte Wachen dorthin verfolgt, wo sie bestochen werden. Aber ich kann es nicht mit beiden aufnehmen. Gut gemacht. Zusammen bekommen wir das hin. Folge mir einfach. Ja, das ist ja gar kein Problem. Zwei Wachen sind das geringste Übel für uns. Du sollst uns folgen und nicht wir dir. Wo sind die denn? Ach, hier sind die. Ja, wir nehmen hier den Dicken. Du nimmst den anderen. Pass auf, wir werden angegriffen. Oh, mein Freund. Den hättest du so schön holen können. Na gut, machen wir es so. Ach, sehr gut. Gut gemacht, mein Freund. Glückwunsch. Dein erster offizieller Auftrag als Verborgener ist abgeschlossen. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Das war gar nicht schlecht, mein Freund. Das hast du schon halbwegs gut gemacht. Unsinn. Mit etwas mehr Ertüchtigung wirst du dich gut schlagen. Du brauchst nur mehr Selbstvertrauen. Meinst du das ernst? Ja, natürlich. Kaum jemand macht beim ersten Versuch bereits alles richtig. Gib nicht auf. Danke, Basim. Ich erstatte Mentor Raihan Bericht. Mal sehen, was er sagt. Ich hatte ihn fast. Okay, perfekt. Jetzt werden wir noch mehr gesucht, aber ich glaube, es ist ganz schön, dass wir ihm helfen konnten. Jetzt geht es aber weiter. Wir gucken auf die Nachforschung rauf. Und zwar haben wir hier Al-Anka, den Steuereintreiber. Das haben wir schon bereits erledigt. Oh, cool. Und dann haben wir hier drüben einen alten Freund, der vielleicht mehr über die beschlagnahmten Waren weiß. Und den finden wir hier hinten. Dann gehen wir mal dahin zu dem Schnellreisepunkt. Die Gründung Bagdads
zwischen 762 und 766 auf Befehl des Kalifen Al-Mansur, und zwar aus dem Nichts. Wir machen uns auf den Weg. Und auf diesem Weg holen wir uns natürlich jetzt ein paar Plakate. Denn wir machen uns nichts draus, berühmt zu sein. Ganz im Gegenteil. Lieber verborgen bleiben. Lieber verborgen bleiben. Hier haben wir noch eine Truhe irgendwo. Wo genau wäre die denn? Sehen wir noch nicht auf die Entfernung. Aber eigentlich wäre das doch eine schöne Sache, wenn wir uns die einmal anschauen könnten. Ich meine, wenn wir eh gerade da sind, dann könnte man sich so eine Truhe mal ganz kurz gönnen. Oder ist das die Truhe im Bazar? Sind wir hier beim Bazar? Könnte sein. Ja, nee, das ist die Truhe im Bazar. Okay, dann wissen wir noch gar nicht, wie wir da rankommen. Vielleicht gehen wir später durch eine Mission irgendeinen Umweg und müssen so oder so dahin. Das wäre perfekt. Welchen frischen Aufguss hättest du denn heute für mich, Kong? Es gibt nichts, bis Luca mir meine Kiste zurückbringt. Aber wenn du hier bist, um Tee zu kaufen, hätte ich einige Empfehlungen. Kong, ich bin es, Basim. Ja, Nisha Shuya? Wer? Na, Basim. Ich bin doch kein Narr. Alle geben sich für jemanden aus, den ich angeblich kenne. Beantworte mir dies. Welchen Tee mag mein Basim? Ingwer mit etwas Kurkuma. Falsch. Basim mag gar keinen Tee. Basim, kleiner Fink, wie du dich rausgeputzt hast. Komm, komm, gehen wir zu meinem Stand, fernab von diesem schrecklichen Mann. Wir folgen dir, Kong. So, kleiner Fink, wo hast du dich herumgetrieben, hm? So viele Jahre. Hier und da. Ich musste Bagdad eine Weile verlassen. Ach, die Jugend. Und du, Kong? Was hast du all die Jahre gemacht? Was ich am besten kann, Geld verdienen. Obwohl das in letzter Zeit immer schwieriger wird. Die Wachen sind rastlos und dieser Händler aus Al-Yunam hat sich angewöhnt, mich bei jeder Gelegenheit zu melden. Ich spüre es in meinen trockenen alten Knochen. Er wartet nur darauf, dass ich verhungere oder besser noch pleite gehe. Ja, aber nun bist du da, kleiner Fink. Weißt du noch, was für ein fantastisches Paar wir waren? Würdest du einem Freund helfen, um der alten Zeiten willen? Ah, genau wie damals. Gut, aber danach müssen wir reden. Diesmal brauche ich auch etwas von dir. Sicher, nachdem du meine beschlagnahmte Kiste voll erlesenster Blätter geholt hast. Sie muss dort bei den Wachen sein. Zieh los. Noch eine weitere beschlagnahmte Kiste. Aber danach muss ich dich um etwas bitten. Ja, seine Teeblätter zurückholen wird nicht so schwer sein. Also, wie gut werden Teeblätter bewacht? Für dich gibt's hier nicht. Werden eh gesucht. Dann kann uns das alles egal sein, ehrlich gesagt, oder? Du bist tot! Okay, tut weh. Und da sind wir nicht ausweichen. Da haben wir nicht ausweichen können. Das ist blöd. Das hat schon wieder nicht ganz gut geklappt, würde ich mal sagen. Das können wir eigentlich besser. Das können wir eigentlich besser. Das war kein guter Einstieg. Und er sagte noch, wie gut können Teeblätter bewacht sein. Ja, ja, natürlich. Ja. So. Ich spiele auch nebenbei Lords of the Fallen und da weicht man mit einer anderen Taste aus. Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade die Duckentaste gedrückt. Ich wollte ausweichen, aber ich bin gar nicht ausgewichen. Also das Spiel hat gar keinen Fehler gemacht. Das war mein Fehler. Dass ich dachte, ich weiche mit einer anderen Taste aus. Ja, jetzt haben wir es.
was er gibt. Du wirst leiden! Ich werde leiden? Nein, das glaube ich nicht, mein Freund. Du wirst sterben. Ja, ist natürlich auch jämmerlich, hier eingesetzt zu werden fürs Teeblätter bewachen. Das ist kein schöner Tod. Dann dabei zu versagen. Das ist wirklich kein schöner Tod. Dann ziehen wir es mal zurück und legen das mal frei, dass wir auch rankommen an die Teeblätter. Das da wird wohl Kongs Teekiste sein. Wir müssen zwei Stück tragen, das war aber sieht nicht aus, geplant. Als wäre sie unbeschädigt. Kong wird zufrieden sein. Können wir runterspringen? Anscheinend. Alles klar. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja. Es tut mir sehr leid, liebe Leute. Ich weiß, ich bin euer liebstes Plakat-Model. Meine Blätter. Gepriesen seist du, kleiner Fink. Wo soll ich hin damit? Komm, stell sie hier hin. Da wäre nur eine zweite Kiste, Kong. Was zahlst du mir dafür? Wieder einmal enttäuscht Basim nicht. Vielen Dank, kleiner Fink. Wo sind die her? El Hind? Nein, aus dem fernen Asin. Aus Dali, meinem Heimatort, kommen die besten Blätter. Ich hole sie auch aus El Hind und sogar aus Iran. Du steigst ja richtig empor, Kong. Erst in El Kach, dann in der Welt. Ich verkaufe meine Waren jetzt bei der großen Auktion. Hast du davon gehört? Die Dairatul Mal. Ja, ich versuche, dort hineinzukommen. Warum? Was für Geschäfte treibst du denn, kleiner Fink? Warum beteiligst du mich nicht? Wir haben doch so gut zusammengearbeitet. Die Art Geschäfte, die einem großen Ärger einbringen können. Meinst du, du könntest mir helfen, Zugang zu bekommen? Ja, so kenne ich meinen Basim. Immer voller Geheimnisse. Aber sei nicht töricht, ja? El Kach ist viel gefährlicher als damals. Und die Auktion ist sehr exklusiv. Man kommt nicht so leicht rein. Ich kann dir helfen, kleiner Fink. Doch erst habe ich eine Bitte. Da, siehst du? Versperrt. Die Wachen halten alles auf, das über die Straße oder den Fluss kommt. Anscheinend erhalten sie Befehle von jemandem ganz oben. Neuerdings lassen sie sich nicht einmal mehr bestechen. Sie müssen irgendetwas suchen. Einen Gegenstand. Oder... Irgendein Unfug. Ich weiß nicht was. Aber sie machen mein Geschäft kaputt. Das weiß ich. Momentan verkaufe ich nur Aufgüsse. Soweit ich weiß, bewahren sie die Sachen irgendwo im Osten, im bewachten Lager des Hafenmeisters auf. Lass mich raten. Du willst, dass ich deine Waren da raushole, damit du mir Zugang zur Auktion verschaffst. Das Lager ist mit Bannern geschmückt und einige Kräne gibt es auch. Meine Waren im Austausch gegen Zugang zur Auktion. Sind wir im Geschäft? Wir sind im Geschäft. Deal, mein lieber Kong. Geld, Korruption und Tee. Hey, und ein alter Freund. Was kann ich für dich tun? Mir geht es darum, was ich für dich tun kann. Hat Kong dich gebeten, in ein Lager zu gehen? Sag mir einfach, was du sagen willst. Dieser Kong, umtriebig wie immer. Nun, heute ist sein Glückstag, denn zufällig weiß ich, wo es ist. Ich brauche nur eine kleine Gegenleistung. Dann bestechen wir dich. Sag mir, was du weißt. Folge der Straße und nimm die Brücke auf der rechten Seite. Am anderen Ufer siehst du das Lager zu deiner Linken. Das sollte ich finden. Danke. Okay. Aus der Stadt raus. Über die Brücke. Auf der rechten Seite. Auf dem anderen Ufer. Auf der linken Seite finden wir, was wir brauchen. Ich hoffe, das brauchen wir jetzt nicht im Detail. Meine Orientierung ist nicht immer die beste. Was ich aber weiß, ist, dass wir uns hier einmal ganz kurz... Dass wir uns hier einmal ganz kurz von der Suche ein bisschen befreien.
Plakat müssen wir noch abreißen. So, Viertel der Küchenkräfte. Wir haben eigenes Viertel, nicht schlecht. Gibt sicherlich Berufsstände, die kein eigenes Viertel haben. So, reißen wir auch noch ab und dann werden wir nicht mehr gesucht. Wunderbar. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt über die Brücke. Und dann auf der linken Seite, hieß es. Auf der anderen Uferseite. Und da sind wir auch schon. Hier ist das Lager der beschlagnahmten Waren. Hi! Könnt ihr mal angreifen? Deine Feinde sind unsere Feinde. Oh, das ist super lieb von euch. Komm schon! Und dann schleichen wir uns mal rein. Lager, von dem Kong sprach. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Ihr kriegt das schon hin. Ich glaub da an euch. So, hier haben wir bestimmt wieder einen Falkner, oder? Nein. Enkidu wird nicht angegriffen. Allerdings sehen wir mit Enkidu auch nichts, was von Bedeutung wäre. Das heißt, wir müssen so ein bisschen in dieser Adlersicht agieren. Und gucken, ob wir hier irgendwas finden. Da unten haben wir was zum Beispiel. Schon mal das Erste, was wir brauchen. Das heißt, wir gehen hier runter und müssen hier in dieses Gebäude rein. Das war ein witziger Bug. Und hier scheint auch eine Truhe zu sein. Vielleicht werde ich der nächste Hafenmeister. Lieber du als ich. Wollen wir die drei schon mal rausnehmen? Hey, was ist da los? Pünktlich zu sein ist nie verkehrt. Augenblick! Ja, okay, das hat leider nicht geklappt. Klüger kämpfen. Und der ist leider an den Alarm rangekommen. Ja, okay, jetzt haben wir ein riesiges, dickes Problem. Dass ich euch nochmal bezahlen wollen würde. Ich benötige Verstärkung. Und dann können wir hier auch nochmal ein Rauchbömmchen reinwerfen, oder? Ich glaube, das stört niemanden. Ja, jetzt kommen wir hier auch in die Kettenattentate rein. Sehr schön. Du bekommst ein Wurfmesser ins Gesicht. Du bekommst auch ein Wurfmesser ins Gesicht. Du musst ein bisschen aufpassen. Wir haben keine Heilung mehr. Und wir wissen ja, dass wir uns heilen können. Wenn wir hier ein paar Schläge gut hinbekommen. Okay, es ist natürlich gefährlich. Es ist natürlich alles gefährlich, was wir hier machen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes auf Messerschneide. Und da sind wir tot. Ah, es läuft heute nicht so gut wie sonst. Es läuft heute nicht so gut wie sonst. Irgendwie kriege ich mich hier immer verhaspelt, aber es kann wirklich daran liegen, dass gerade natürlich nebenbei ein Souls-like läuft, wo sehr viel Kampf ist und da die Steuerung ein bisschen anders ist. Das ist natürlich keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, aber eventuell ein Grund. Aber wir kriegen das jetzt besser hin. Ich glaube an uns. Wir reißen hier nochmal... Ja, wir reißen es hier nochmal ab. Und dann kriegen wir das besser hin. Schlecht getroffen. So. Auch dass der Alarm durchging, das war natürlich auch maximal suboptimal. Muss man auch dazu sagen.
Das hat einfach nicht gut funktioniert. So, aber ich glaube, das war trotzdem ein guter Einstieg, dass wir hier sagen, komm, wir machen hier mal so eine Massenschlägerei. Ich suche weiteren Stab. Wir erwarten deine Befehle, Sam. Und töten dich mal aus dem Hinterhalt. Und du kriegst noch ein Wurfmesser in den Kopf rein. Muss ich euch nochmal neu anheuern? Nein, oder? Ja, sind ein bisschen verbuggt, die Kollegen. Ich weiß gerade nicht, was mit euch los ist. Nicht so super viel, oder? Also die Leute hassen uns auf jeden Fall wieder. Das kann man sagen. Und die wollen nicht mit uns reden. Doch, jetzt wollen die wieder mit uns reden. Keine Gegner in der Nähe. Alles klar. Das Lager, von dem Kong sprach. Da machen wir es halt selbst. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Hast du gehört, dass Jawid Ärger hat? Vielleicht werde ich der Nächste. Dann machen wir es halt selbst. Du kommst weg. Du kommst weg. Vor dir werden wir kurz zurückweichen. Dich davon abhalten, die Glocke zu läuten. Und dann kommt hier nämlich noch einer und dann war es das auch schon. Na komm, greif an. Da kommt noch einer, aber wenn die so einzeln kommen, ist das ja gar kein Problem für uns. Dann kriegen wir die gut weg. Ja, perfekt. Sammeln hier noch ein bisschen was ein. Das hier können wir nicht abschneiden. Nee, leider nicht. Okay, perfekt. Wir wissen noch von eben, dass wir hier drin was finden können, was wir brauchen. Und zwar... irgendeine Art Zettel war das, oder? War das über uns? Kann sein, dass es ein über uns war. Meine Güte! Diese Teeblätter aus dem Osten sind mehr wert, als ich in einer Nacht verdiene. Ja, mehr wert, als in einer Nacht verdienen, ist aber auch nicht so viel. Ja, eine Liste beschlagnahmter Waren. Geprüft werden die Waren, alles klar. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Hey, was? Das sollte genau... Koste den Tod! So, der Feuertyp scheint zu kommen. Genau das sein, was Kong braucht. Das ist okay. Den assassinieren wir dann einfach, wenn er hier ankommt. Wo ist er denn? Oh, da ist er. So. Ist den anderen Weg gegangen. Die Frage ist, wo sind jetzt die anderen Sachen, die wir brauchen? Wissen wir noch nicht. Da hinten ist eine Truhe. Da oben bekommen wir noch mal ein paar Hilfsmittel. Die holen wir uns natürlich noch mal. So. Und dann machen wir hier mal ein bisschen klar Schiff. Das brauchen wir nicht. Du kommst auch weg. Damit wir hier die Komplexität ein bisschen rausbekommen. Nein, 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 nein. So. Ist das ein Problem? Ah, wer wäre dumm genug, uns anzugreifen? Ich hasse alles. So. Du gehörst mir, Schurke. Bei ihm ist jetzt das Hauptproblem, er ist so ein richtig fieser Kerl, der uns sogar one-shotten kann, obwohl wir volles Leben haben. Das ist dieser Assassine gewesen. Müssen wir jetzt wieder alles von vorne machen?
Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist die schlimmste Mission und dabei ist es eine der einfachsten wahrscheinlich sogar. Nicht alles von vorne, oder? Das Lager, von dem Kong sprach. Doch. Ich muss mehr über diesen Hafenmeister herausfinden. Meine Augen sind auch nicht mehr, was sie mal waren. Okay. Dann müssen wir jetzt einfach. Hast du gehört, dass Jawid Ärger hat? Einfach mal ein bisschen schlauer sein. Dann werde ich der nächste Hafenmeister. Was? Und da hat der Flaschenzug nicht funktioniert, wie ich wollte. Irgendwie funktioniert heute alles nicht, wie ich es mir vorstelle. Aber euch beiden kriegen wir weg. Das ist schon mal die Hauptsache. So. Es kann ja nicht so weitergehen. Jetzt werden wir uns anstrengen. Jetzt holen wir uns alles, was wir uns holen wollen. Diese Teeblätter aus dem Osten. Ja. Wir wissen Bescheid. Wertvoller als dein Abendgehalt. Eine Liste beschlagnahmter Waren. Sehr schön. Die meisten stammen von außerhalb Bagdads. Da sind Kongs Sachen. Vasen und seine kostbaren Teeblätter. Das sollte genau das sein, was Kong braucht. So, dich töten wir auch. Wunderbar. Wir klettern hoch. Holen uns dann hier die Truhe. Zack, 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 zack. Wunderbar. Dann schauen wir gleich nochmal, wie es hier weitergeht. Also hier klettert jemand hoch. Verdammt. Hä? Wer? Den holen wir uns. Jetzt brauchen wir natürlich noch die anderen Hinweise. Gehen wir in das andere Gebäude rein. Vielleicht auch erstmal hier rein. Ja, und da haben wir auch direkt was. Perfekt. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich einfach ganz stumpf in alle Gebäude reingehen und überall haben wir irgendwie was. Genau, es soll eine Blockade errichtet werden. Nach einem Artefakt zu durchsuchen. Genauer gesagt einer alten chinesischen Haarnadel. All das beginnt am Hafen. Moment! Was? Allah, gib mir Kraft! So. Dann werde ich auch rausgeholt. Das passt schon alles. Sehr gut. Also. Das Gebäude da hinten haben wir, das, wo wir gerade drin sind, haben wir. In dieses Gebäude hier müssen wir noch rein. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war in meiner Vorstellung ein bisschen cooler. Hier müssen wir noch rein. Das machen wir. Und hier haben wir eine Truhe. Die wir uns holen. Und natürlich die Wache. Die Dairatul Mal. Töpfereien, fremdländische und seltene Waren. Alles wird zur Schau gestellt. Alles klar, hilft uns aber nicht, um hier weiterzukommen. Okay. Sehr angenehm. Das haben wir hinbekommen. Sehr gut. Und dich holen wir auch weg. Da haben wir euch nämlich auch. Sehr gut. Also, wo müssen wir noch hin? Das ist jetzt die große Frage. Da hinten ist noch irgendwas, aber es ist, glaube ich, ein Explosive. Dort oben haben wir noch Hilfsmittel. Auch die brauchen wir nicht. Wo müssen wir denn hin? Also, wenn wir dich rausnehmen, haben wir schon mal was.
wir schon mal was gewonnen. Das hat jetzt jemand gesehen. Der geht da jetzt hin. Aber wir haben ja noch genügend Wurfmesser. Das heißt, wir können noch ein bisschen für Unruhe stiften. Zum Beispiel, indem wir ihn töten. Das heißt, uns sieht jetzt auch keiner mehr. Wir holen hier die Wurfmesser zurück. Eliminieren ihn von hinten. Hauen ihm Wurfmesser in den Nacken rein. Guck nochmal nach der Assassine, die sehen wir gerade nicht. Holen uns das Wurfmesser zurück. Okay. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt ist nur die Frage, wo müssen wir noch hin? Da hinten ist noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe. Die hatten wir, glaube ich, vorhin schon geholt. Da ist, glaube ich, kein Hinweis drin gewesen. Aber ganz nette Waren. So, das sieht doch jetzt schon deutlich besser aus als die anderen beiden Versuche. Sind hier überhaupt noch Feinde? Ich glaube nicht. Ich glaube, die haben wir alle. Die Frage ist, haben wir hier noch Hinweise? Und wir müssen mindestens einen Hinweis noch haben. Und da hinten haben wir eine verriegelte Tür. Die Tür ist von innen verriegelt. Warum ist sie das? Damit man nicht von hinten rein kann? Ja. Hat nichts zu bedeuten. Okay, wir brauchen noch einen Hinweis. Wir brauchen noch einen Hinweis. Wo bekommen wir den jetzt her? Wir gehen hier nochmal über die Dächer und gucken hier nochmal in Adlersicht runter, ob wir hier irgendwas sehen. Hilfsmittel können wir nochmal auffüllen. Aber da unten, da ist noch was. Das ist ja gut versteckt gewesen. Oh, die Wache da oben hätte mich fast gesehen. Das ist ja richtig gemein versteckt gewesen. Okay. Süßduftender Brief. Kululu, ich verabscheue Fehler. Ich hatte nur eine Bitte und irgendwie hast du es geschafft, mir zu verweigern, was ich suche. Du weißt, wie sehr ich die Haarnadel wollte. N. Ein geharnischter Brief an den Hafenmeister. Ihm ist eine Haarnadel durch die Finger gerutscht und jemand ist gar nicht erfreut darüber. Der Brief trägt einen Duft und ein bekanntes Zeichen. Kululu. Sieht aus, als gehörte der Hafenmeister zum Orden. Der Hafenmeister hat diese Sperre für ausländische Waren eingerichtet. Insbesondere für alte Artefakte aus dem Osten. Hier gibt es nichts weiter. Der Hafenmeister wartet. Der Hafenmeister wartet. Wir haben heute den Steuereintreiber getötet. Und nächstes Mal werden wir den Hafenmeister töten. Seid ihr wieder mit dabei? Es würde mich sehr freuen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Dabeisein.